Wusstest du, dass das Megatherium sogar heute immer noch lebende Verwandte hat? Das Megatherium war nämlich einfach nur ein riesiges Faultier und somit sind die heutigen Verwandte einfach immer noch Faultiere. Und im Prinzip unterscheiden sie sich einmal durch die Größe, klar, aber auch dadurch, dass die hier auf dem Boden leben oder lebten und die Faultiere, die wir heute kennen, in den Bäumen. Bildungsauftrag auf jeden Fall für heute wieder erfüllt. So, und wir haben in der Zwischenzeit wieder gestreamt und schaut mal her, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt hier einen, der wächst noch heran, der Judy, eben in diesen Farben, die wir haben wollen, mit diesem Weiß hinten drauf, was ich ja versucht hatte, die ganze Zeit hinzubekommen. Und im Stream gestern hat es auf jeden Fall geklappt. Wir haben jetzt zwei Stück davon, einmal männlich, einmal weiblich. Ist zwar keine Garantie dafür, dass wir jetzt immer diesen Yuti bekommen, aber auf jeden Fall ist die Chance schon mal erhöht. Außerdem haben wir die Mauer so ein bisschen weiter gemacht. Klingt auch komplett falsch, wenn man das so sagt. Wir haben sie weiter gebaut. Das heißt, die ist jetzt von dieser Seite quasi auch fertig und wir werden die nochmal ein bisschen weiter bauen, dass sie halt auch oben ein bisschen cooler aussieht, dass wir oben auch auf jeden Fall drauf rumlaufen können und nicht nur einfach so einen riesigen Ball haben. Wie dem auch sei, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun und zwar haben wir Folgendes eigentlich zu tun. Höhlen. Uns fehlen ja noch ein paar Artefakte und dafür werden wir uns mal ganz kurz vorbereiten. Und zwar brauchen wir dafür Taucherflaschen beziehungsweise so ein Teil der Taucherausrüstung. Deswegen machen wir die einfach mal eben wieder heile. Einmal das und das und das. Sehr schön. Die Gilly-Sachen machen wir auch mal wieder heile. Denn wir werden das heute als Kombination tragen. Das heißt, wir werden drei Teile Taucherrüstung tragen und zwei Teile Gilly-Suit. Warum wir das machen, wird sich noch im weiteren Verlauf des Videos zeigen. Dann brauchen wir auf jeden Fall heute den Kryopod. Das medizinische Gebräu sollte auf jeden Fall auch mit. Und eigentlich können wir auch ein bisschen Munition und Waffen mitnehmen. Wir haben so viel davon, wir machen es einfach mal. Und tatsächlich heute auch mal zwei Fundamente und eine Rampe. Oh, wir haben sogar noch vier Stück. Das heißt, da können wir uns die mal rübernehmen, kurz aufteilen. Haben das also dabei. Und wir nehmen noch ein paar Betten mit, weil ich entscheide mich heute mal dazu, Fundamente aufzustellen mit Betten und keine Schlafsäcke mehr zu nehmen. Dem Agi habe ich jetzt mal soweit alles rausgenommen. Ja, es ist noch sehr voll, aber ich habe soweit alles rausgenommen. Was quasi weg kann, weil den werden wir, glaube ich, mal in den Kryopod mit reinpacken. Und wir werden noch jemanden beziehungsweise noch etwas in einen Kryopod packen, und zwar ein Megatherium. Ist die Frage, welchen wir nehmen und welchen wollen wir als ultimativen Anführer haben, denn ein Megatherium wird heute sehr, sehr viel leveln. Ich glaube, wir nehmen hier diesen Magentafarbenen einfach. Das sollte es soweit, glaube ich, gewesen sein an Vorbereitung. Das geht heute echt relativ schnell, aber ich glaube, ich nehme nochmal notfalls Enterhaken mit. Wir haben noch einen drin, die waren letztes Mal sehr hilfreich. Ich glaube zwar nicht, dass wir die brauchen, aber sicher ist sicher. So, jetzt aber, jetzt kann es losgehen. Wir sehen uns gleich vorm Höhleneingang wieder, wenn ich die Höhle denn gefunden habe. Nein, 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 nein. Ach du heiliger Christoph, verdammt. Wo ist jetzt mein Agi hin? Da ist noch einer. Wenn ich jetzt hier oben hänge, kann ich halt nichts einnehmen. Er kommt hier nicht hochgelaufen, warum das denn? Finde ich irgendwie komisch. Da ist noch einer. Die zerren ja komplett durch hier, die Tylakoleos. Weiß echt nicht, wo mein Agi ist. Jetzt sind hier unten schon zwei. Ich hoffe, der zweite hat nicht viel Leben. So, wir gehen mal mit der Punkern rauf. Weil irgendwie, der regeneriert so heftig schnell Leben. Das ist ja unglaublich. Da unten. Ich krieg den gar nicht down. So, jetzt da. Sehr schön. Next one, please. Dann war das auch. Ist noch irgendwo einer? Da ist mein Agi. Okay. Sehr schön. Was ist das? Ein Bari? Wir müssen halt nur einmal aufs medizinische Gebräu kommen, um das erstmal wegzumachen. Der muss jetzt auch herkommen, der Agi. Der Agi muss auch herkommen. Das ist schon wieder ein Tylakoleo. Ich sehe nichts mehr. Kommt der Agi mir hinterher? Ich brauche gar keine Rüstung mehr an. Der Agi muss herkommen. Der muss hierher kommen. Ich muss hoch, ich muss hier raus. Oh, da sind Terrorbirds wieder. Flieg, 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 flieg. Alter, ich bin nur in die Höhle rein. So. Es sieht ganz gut aus. Ich war bei dieser Cave noch nie. Ich weiß nicht ganz genau, wo die ist. Aber ich glaube, hier, also hier sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Ich kenne halt den Punkt von dem Ark-Wiki, wo die sein soll. Aber jetzt ist es halt auch wieder so dunkel. Und wahrscheinlich den Eingang halt nicht gut erkennen wird. Jetzt wird er hier irgendwo in der im Feld sein. Irgendwo muss hier ein Eingang sein. Hauptsache kein Tüler mehr. Ah, hier ist es. Nice. Okay, super. Mit besonderer Vorsicht Fundamente setzen und Betten setzen. Das sieht auch einfach komplett geil aus, das Outfit. Komplett crazy. Okay, alles klar. Also das scheinbar brauchen wir. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Oh, okay. Sieht eklig aus hier drin. Aber theoretisch müsste ich hier schon... Ich hoffe, hier ist noch nicht. In den meisten Caves ist ja anfangs nichts. Theoretisch müssten wir jetzt hier schon Megatherium droppen können. Theoretisch. Yep, und das, ich probiere das mal eben aus. Okay, sieht gut aus. Alter, ich dachte gerade, was ist das? Aber es ist einfach nur so ein Busch, der da wackelt. Den nehmen wir jetzt wieder mit, damit er nämlich nicht hier draußen rumsteht. Hat man eben schon gesehen, was passiert, wenn man im Redwood unterwegs ist. Also, let's go. Ah, ich habe keine Stimbeeren mitgenommen, das war vielleicht dumm. Oder kommen wir hier gar nicht durch? Und wir kommen jetzt hier nicht durch, hätte ich noch weiter gemusst. Ah, wir kommen durch, okay. Holy... Okay, jetzt geht... Ach, du Heiliger. Jetzt geht's ja richtig los. Alles klar.
Ja, wir bahnen uns dann mal den Weg hier durch. Wie gut, dass das ganze Inventar komplett leer ist. Jetzt sind einfach auch mega viele Schnecken auf einem Haufen. Alter, Level 400, was war das? Über 400, 432 oder so war das eben. Crazy. 9 Level on top. Ich will nicht alles in Nahkampfschaden pumpen, aber 500% sind schon ganz okay. Ich denke, wir machen so 550 Nahkampfschaden, gehen dann wieder auf Leben. Okay, mega viele Schnecken, nice. Okay. Ich hoffe, habe ich die Rampe mitgenommen? Ich habe die Rampe nicht mitgenommen. Weil hier, okay, hier ist eine Stelle, wo wir jetzt nicht durchkommen. Ah, wobei, ich habe in Höhlen bauen, muss man aktivieren, oder? Das könnte jetzt ein Problem sein. Okay, die Schlange kommt da gar nicht voran. Warum auch immer ich jetzt hier bauen kann, ich habe es nicht aktiviert oder deaktiviert. Okay, wir kommen rüber, nice. Weiter geht die wilde Fahrt hier. Es ist einfach nur komplett brutal. Eigentlich müssen wir mit jedem Megatherium nochmal hier rein, nur um das zu machen. Okay, Artefakt scheint hier irgendwo dann weiter oben zu sein. Genau, hier kommen wir auch nicht durch. Das funktioniert wohl auch. Entweder, jo, alles klar, super, nice. Roter Drop, alles klar. Mal sehen, was da drin ist. Wie einfach auch niemand Bock hat, mit uns zu kämpfen hier drin. 1000 Schaden nehmen, das ist schon mal sehr gut. Wenn wir schon jetzt über 1000 Schaden dealen können, dann möge sich das mal ausrechnen für die Brutmutter. Gut, das ist auch die zweite Attacke, aber da machen wir 663 Schaden plus Buff vielleicht, also Mate Boost. Sollte auf jeden Fall was gegen die Brutmutter gehen. Jetzt schon. Ich springe mal ab und hoffe, ich trigger jetzt hier nichts. Direbeer, okay, Bauplan, Stromkabel, das ist vielleicht nicht ganz so nice, aber Direbeer-Sattel ist eigentlich ganz edel, aber leider keine Blaupause und wir brauchen die jetzt auch nicht, weil wir kein PvP spielen. Ich glaube, es ist eher ein PvP-Dino. Was sollte ja noch mehr Drops hier geben. Oh, Blutegel. Oh nein, ich habe einen Blutegel dran zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich die abkriege. Muss ich jetzt mal gleich aussuchen. Okay, hier kommen wir gerade aktuell auch nicht durch. Ich brauche vielleicht noch ein Fundament. Oh, ich bin durchgelaufen, ich bin durchgesprintet. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Also aktuell, um das auch nochmal kurz zu erklären, warum ich überhaupt die Scuba anhabe. Das ist hier unten alles sehr, sehr giftig. Wir würden sonst einfach Leben verlieren die ganze Zeit. Würden sehr, sehr schnell sterben. Deshalb brauchen wir diesen ganzen Kram. Alter, was ist das für ein, hier so ein riesiger Spinnen-Eier-Raum? Welches Level hatten die? Alter, 434. Roter Drop ist da unten. Sieht jetzt aber nicht so einladend aus, ehrlich gesagt. Hier muss man jetzt echt aufpassen, wenn ich jetzt hier gleich absteigen will. Ich sehe leider auch nicht. Wir haben selber Blutegel dran. Ich weiß aber nicht, was die bei meinem Mega Ethereum jetzt verursachen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die kann ich auch einfach wieder entfernen, wenn ich absteige. Genau, die kann ich entfernen bei ihm. Dann sind auch alle weg und... Ach, bei mir auch weg, alles klar. Wo wartet hier noch irgendwas darauf, dass es mich angreifen kann? Hier zum Beispiel. Ja, die muss man einfach mal triggern, dann kommen die auch alle. Sehr schön. Im Moment der Wahrheit. Ich nehme mal lieber die Pumpgun in die Hand. Kommt von hier leider nicht ran. Ich muss runterspringen, alles klar. Oh. Ah, ich habe da was gehört, da kommt irgendwas auf mich zu, glaube ich. Irgendwas kreucht und fleucht hier. So, mal eben schnell, das war eine Blaupause für einen Kompositbogen. Kompositbogen, Compoundbow, wie auch immer. Die ist tatsächlich relativ gut. Oh, ich bin durch eine Explorer noch gelaufen. Titanosaurus, alles klar. Kommen wir leider nicht überall rein mit meinem Megatherium. Aber hier geht's noch weiter. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, das schmeckt. Das ist komplett wahnsinnig. Was denn, wie viel ist denn hier? Wie soll man das ohne Tier machen? Ich steige jetzt mal ab. Nur um zu checken, ob da hinten noch irgendwas Erstrebenswertes kommt. Glaube aber leider ja. Oh, hier ist ein roter Drop. Ah, leider nichts Gutes, aber wir nehmen das mal mit, falls der nochmal respawnt. Könnte ja ganz hilfreich werden. Ich hätte einen zweiten Kryopod mitnehmen sollen. Ich würde gerne nochmal auch den Rest hier erkunden. Aber ich bin da nicht lebensmüde eigentlich. Da müsste aber das Artefakt kommen. Sieht so aus zumindest. Ich gehe mal langsam ran. Renn schnell weg, weil es kommt. Ah ne, Artefakt kommt hier nicht. Doch. Das Wabern war richtig. Theoretisch müsste ich ja hier durchkommen wieder. Mit dem Megatherium. Wir haben das Artefakt. Aber ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Boah, ich bin so blöd. Ich habe den Otter vergessen. Es ist einfach instant wieder da, alles klar. Ich muss los. Ich habe den Otter vergessen. Wir müssen nochmal rein. Ah, hier geht's ja auch noch weiter. Wir laufen einfach mal alle Wege ab, die wir hier finden können. Ja, das sieht aus wie der Raum, in den wir eben nicht reinkamen. Oder Teile davon. Das würde sogar einigermaßen sind. Ein blauer Drop, okay. Hier geht's noch wieder rein. Das Artefakt ist dann auch hier in der Nähe. Ayo, was geht? Ich hoffe, okay, Megalania direkt down. Ich muss an die Tasche ran, wenn mich nicht alles täuscht. Megalania-Speicher, da haben wir auch das Gift. Sehr schön, das brauchen wir nämlich unbedingt für den Boss später. Da ist ein Steinaxt drin. Alles klar, cool. Wir gehen erstmal raus und kommen wieder, um das Artefakt zu holen. Es gibt noch so viele Wege, wo wir nicht langkommen. Okay, Problem ist jetzt, dass wir hier nicht so wirklich mehr hochkommen, aber...
Doch, es geht auch ohne Rampe. Alles klar, nice. Sehr schön. So, Otter, komm her, wir brauchen dich. Du musst ein Artefakt für uns tragen. Das ist übrigens das ganze Chitin, was wir gesammelt haben. Das sind fast 40.000 gewesen. Ich habe es mal gerade rübergezogen aus dem AG. Mega viel. Und wieder da, aber leider ist kein Drop gerespawnt. Die soll angeblich alle 5 Minuten wieder spawnen, aber irgendwie ist es leider nicht passiert. Dann holen wir uns aber zumindest mal das zweite Artefakt und vielleicht sogar das dritte, wenn es wieder so schnell respawnt, wie eben auch schon. Okay, das zweite Mal respawnen dauert häufig noch ein bisschen. Ja, von hier oben kommen wir nicht rein. Okay, wir haben es zweimal. Drittes Mal wird es jetzt nicht. Spawnt nicht so schnell wieder nach. Okay, ich bin jetzt nochmal zurückgelaufen. Der rote Drop ist wieder da und das Artefakt ist auch wieder da. Deswegen bin ich nochmal hier. Okay, Plesiosaurus-Sattel. Ja, haben wir noch einen Plesio? Wir hatten mal einen. Dann müssen wir einmal eben den Otter schmeißen, damit er einmal das Artefakt nehmen kann. Und dann können wir es nämlich auch nochmal mitnehmen. Sehr schön. Dann haben wir es jetzt dreimal. So, wir sind wieder in der Base zurück. Wir haben die Höhle geschafft. War auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Höhle, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall die, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat bisher. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die ohne Megatherium sehr, sehr schwer gewesen wäre. Zwar halt schon OP, damit reinzugehen, aber die Kryopods erlauben das. Und wenn man so schlau macht wie Kay, dann kann man sich einfach auch davor eben Baby Breen und das mit reinziehen. Und dann wächst es einfach dort drin auf. So, wir packen mal das Artefakt. Wir packen mal das Artefakt auf den Sockel, wo es hingehört. Die Frage ist jetzt, warte mal, wir haben als letztes das gehabt. Ich glaube, wir haben links, rechts, ist okay. Jetzt fehlen uns noch 3 Stück und die 3 Höhen, die jetzt noch kommen, die haben sich auf jeden Fall gewaschen. Alles in allem sind wir also gut davor. Und so langsam aber sicher füllt sich eben auch der Artefaktraum. Wie immer kannst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben geben. Wenn dir das Ganze gefällt, kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.